1969 landete der erste Mensch auf dem Mond. Die bemannte Raumfahrt ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht so weit, um Richtung Mars oder gar andere Planeten zu blicken, doch der Fortschritt und die Technologie, gepaart mit einem unbezwingbaren Wissensdrang, machen es dennoch möglich, die unendlichen Weiten des Universums zu erforschen. Schon vor vielen Jahren wurden Sonden gebaut und losgeschickt, um Daten und Informationen über unser Sonnensystem zu sammeln. Auf der Suche nach Erkenntnis und nach möglichem Leben außerhalb der Erde wurden Projekte geschaffen und das Unmögliche möglich gemacht. Durch Messgeräte und hochauflösende Kameras wurde innerhalb einer 20-jährigen Mission erstaunliches Wissen über den Saturn gesammelt. Wenn du mit uns gemeinsam die Erde verlassen möchtest, um in die weitesten Fernen des Kosmos vorzudringen, dann zeig es uns mit deinem Daumen nach oben, abonniere Simply Space und sei gespannt auf die Videos, die in Zukunft auf dich warten werden. Lasst uns nun mit der Reise zum geheimnisvollen Saturn beginnen. Der Saturn ist nicht nur der sechste Planet in unserem Sonnensystem, sondern auch der zweitgrößte nach seinem direkten Nachbarn, dem Jupiter. Mit einer ungefähren Strecke von 1,4 Milliarden Kilometern von der Sonne zum Saturn braucht der Planet etwa 29 Jahre und 166 Tage für einen Umlauf. Die minimale Entfernung zur Erde beträgt etwa 1,2 Milliarden Kilometer. Der Äquatordurchmesser beträgt ca. 120.500 Kilometer, was dem 9,5-fachen der Erde entspricht. Das Gewicht des Saturn beträgt 95 Erdmassen, was so viel heißt, dass der Planet das Gewicht von 95 Erden auf die Waage bringt. Durch seine Größe wurde der Saturn bereits vor tausenden Jahren und noch bevor das Fernrohr erfunden wurde, entdeckt. Das bekannteste Erscheinungsmerkmal sind wohl seine Ringe, welche dem Saturn auch seinen Namen Ringplanet einbrachten. Die Ringe selbst bestehen zum Großteil aus Asteroiden und Wassereis. Benannt wurde der Planet nach dem römischen Gott der Ernte und das astronomische Symbol stellt die Sichel des Gottes Saturn dar. Weil seine Oberfläche zu über 95% aus Wasserstoff besteht, gilt der Saturn als Gasplanet. Diese Eigenschaft führt zu einer relativ geringen Dichte. Ein erdähnlicher Planet dieser Größe wäre um ein Vielfaches schwerer. Unter der Wasserstoffschicht beginnt die Metallschicht mit einer Dicke von rund 14.000 Kilometern. Weiter im Innern folgt eine 8.000 Kilometer breite Eisschicht. Dieses Hochdruckeis verdampft nur nicht, weil die oberen Schichten einen derartigen Druck auf die Schicht ausüben. Dabei herrschen hier Temperaturen von bis zu 13.000 Grad Celsius. Wie setzt sich die Atmosphäre des Planeten zusammen? Und könnten wir irgendwann einmal auf dem Gasplaneten leben? Der Großteil der Zusammensetzung macht Wasserstoff mit etwa 97% aus. Die restlichen 3% bestehen vor allem aus Helium, Methan, Ammoniak und Wasserdampf. Auf der Oberfläche herrscht eine durchschnittliche Temperatur von 140 Grad Celsius. Die Frage, ob sich der Mensch also jemals auf dem Saturn ansiedeln wird, ist hiermit beantwortet. Der Saturn ist schlichtweg nicht erdähnlich genug, als dass der Mensch, selbst nach Terraforming, sich dort jemals niederlassen könnte. Auf dem Mars ist das schon viel wahrscheinlicher. Das Innere des Ringplaneten besteht aus metallischen Eisen- und Silikatmineralen. Bis zum heutigen Tag wurden 82 Monde in der Umlaufbahn des Gasriesen entdeckt. Kein anderer Planet in unserem Sonnensystem verfügt über mehr Trabanten als der Saturn. Der größte und auch bekannteste Mond ist der Titan mit einem Durchmesser von etwa 5150 Kilometern. Der Titan ist auch der einzige Mond in unserem Sonnensystem, der über eine Atmosphäre verfügt, die dabei zum Großteil aus Stickstoff besteht. Auf der Oberfläche befinden sich sogenannte Methanmeere, die aus flüssigem Kohlenwasserstoff bestehen. Somit ist der Titan auch der einzige Himmelskörper, abgesehen von der Erde, auf dem Flüssigkeit in Ansammlungen zu finden ist. Die Raumsonden Cassini und Huygens. Vielleicht erinnerst du dich. Im Oktober 1997 startete eine Titan-IVB-Rakete mit zwei Sonden an Bord auf Cape Canaveral.
Die beiden Raumsonden Cassini und Huygens wurden speziell für Untersuchungen des Saturn und seiner zahlreichen Monde gebaut. Dabei handelte es sich bei Cassini um einen Orbiter, dessen Aufgabe es ist, die Umlaufbahn des Planeten zu erforschen. Huygens hingegen wurde konstruiert, um auf Titan zu landen und den Trabanten auf dessen Oberfläche zu erforschen. Nach fast 7 Jahren kamen die Sonden in die Umlaufbahn des Gasriesen. Beim Durchqueren der Saturnringe wurden erstmals hochauflösende Fotos aus nächster Nähe der Ringe gemacht. Auch Bilder des Mondes Phoebe konnten gemacht werden und zeigen tiefe Krater. Diese könnten bereits vor 4,5 Milliarden Jahren bei der Entstehung des Sonnensystems entstanden sein. Beim Durchflug der Ringe wurden außerdem 2 unbekannte, relativ kleine Monde entdeckt, die vorläufig die Namen S2004-S1 und S2004-S2 bekamen. Auf dem Titan. Am 25. Dezember 2004 wurde Huygens durch eine Sprengung von Cassini getrennt und konnte ihren Landeflug auf den Titan starten. Knapp 2 Wochen später war es dann soweit und nach schwierigen Turbulenzen landete Huygens auf dem größten Trabanten des Saturns. Gerade einmal 72 Minuten konnte die Sonde Daten von der Titanoberfläche senden, doch allein die Informationen, die daraus gewonnen werden konnten, waren überaus aufschlussreich. Aus etwa 40 Kilometern Höhe konnte die Sonde Bilder einer unfassbaren Welt machen. Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Oberfläche des Mondes nicht allzu sehr von der der Erde. Auch Flussverläufe weisen eine starke Ähnlichkeit mit Flüssen der Erde auf. Hinzu kommen die Wetterverhältnisse, die ebenfalls Gemeinsamkeiten mit unserem blauen Planeten aufweisen. Während des Landeanflugs war Huygens fast die ganze Zeit über von Nebel umgeben, der aber transparent genug war, um Aufnahmen zu ermöglichen. Die Winde auf Titan hatten Geschwindigkeiten von bis zu 450 km pro Stunde. Mit Huygens war es erstmals möglich, die Existenz von komplexen organischen Verbindungen nachzuweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Gase als auch solide Umgebung. Besonders wertvoll für die Wissenschaft ist die Entdeckung von Argon. Das Element deutet nämlich darauf hin, dass es geologische Veränderungen gab und möglicherweise immer noch gibt. Entdeckung neuer Monde. 2005 entdeckte Cassini einen weiteren Mond in der Umlaufbahn des Saturn, Daphnis. Noch im selben Jahr flog Cassini zum ersten Mal am Mond Hyperion vorbei und konnte einzigartige Aufnahmen des Trabanten machen. Es ist zwar nicht außergewöhnlich, dass Monde derartig verformt sind, doch bei der Größe des Mondes ist es eine Einzigartigkeit. Es wird vermutet, Hyperion sei ein Bruchstück eines größeren Himmelskörpers. Dies kann durch einen Meteoriteneinschlag ausgelöst worden sein. Der Krater Helios mit einer Tiefe von 10 Kilometern und einem Durchmesser von 120 Kilometern deuten darauf hin. Bilder des Trabanten Thetis, benannt nach einer Titanin der griechischen Mythologie, erinnern stark an den Mond unserer Erde. Sowohl die runde Form als auch die Krater auf der Oberfläche haben viel gemeinsam mit dem Erdtrabanten. Unser Mond hat hingegen einen 3-mal so großen Durchmesser. Die Equinox-Mission. Am 30.06.2008 wurde die primäre Mission mit vollem Erfolg beendet und die Equinox-Mission eingeleitet. Bei diesem Einsatz wurde die Dicke der Saturnringe untersucht. Der hellste Mond des Saturns. Am 10.10.2010 folgte dann die Solstice-Mission. Auf dem Mond Enceladus wurden dann erste Voraussetzungen für Leben gefunden, und zwar in der Form eines Salzsees. Enceladus ist großteils von Wassereis bedeckt, doch darunter befindet sich ein warmer Ozean. Die spektakulären Aufnahmen zeigen zudem helle blaue Streifen, die wie riesige Flüsse aussehen. Diese Streifen sind Spalten im Eis, durch die Wasser ins All geschleudert wird. Das Ende der Mission. Am 15.09.2017 gingen die Treibstoffreserven zu Ende. Letzte Daten und Bilder wurden zur Erde gesandt, dann verglühte die Sonde beim Eintritt in die Atmosphäre des Saturns. Echte Fotos vom Saturn. Mit der Cassini-Sonde war es erstmals möglich, hochauflösende Fotos von der unglaublichen Schönheit des Planeten zu machen.
In einer Entfernung von 2,7 Millionen Kilometern fing die Kamera den Planeten und seine Ringe ein. Ein näheres Bild der Ringe wurde im August 2009 gemacht. Wie gemalt sehen die Gürtel des Saturns aus? Eine scheinbar göttliche Ordnung im Chaos von Gesteinsbrocken und Wassereis. Der Nordpol. Die Fotos des Gasplaneten zeigen, wie deutlich sich der Nordpol von der restlichen Planetenoberfläche abhebt. Fast schon wie gezeichnet und konstruiert kann man die hexagonale Form des Pols deutlich auf den Bildern erkennen. Stürme auf dem Planeten. Dank Cassini wurden wir Zeugen eines enormen Tornados am Südpol des Gasplaneten. Fotos zeigen das dunkle Auge des Sturms. Ein derartiger Tornado konnte bisher auf keinem anderen Planeten des Sonnensystems festgehalten werden. Blitze auf dem Saturn konnten ebenfalls fotografiert werden. 2011 wurde ein gigantischer Sturm auf dem Ringplaneten entdeckt. Das Gewitter hatte nicht nur enorme Ausmaße, die Blitze leuchteten heller und waren 10.000 Mal stärker als die Blitze auf der Erde. Cassinis Geräte waren mehr als nur überfordert. Die Intensität und Häufigkeit der Blitze waren viel zu viel für die Sonde. Der Durchmesser des Gewitters wurde auf 100.000 Kilometer geschätzt. Der Tag, an dem die Erde lächelte. Eine weitere, einzigartige und unglaubliche Aufnahme wurde 2013 gemacht. Im Schatten des Saturn machte Cassini mithilfe einer Weitwinkelkamera ein Foto, das nicht nur die Erde, sondern auch den Mars und die Venus zeigt. Falls du dich fragst, der kleine blaue Punkt ist die Erde. In einem weiteren Foto ist sogar der Erdmond zu sehen. Das alles geschah zur Zeit einer Sonnenfinsternis am 13. Juli 2013. An diesem Tag wurden die Menschen gebeten, zum Saturn zu schauen und einmal freundlich zu lächeln. Hast du gelächelt? Du siehst, wir müssen uns nicht einmal fiktionale Planeten in Filmen anschauen. Allein die Schönheit und Vielfalt in unserem Sonnensystem vermag uns ins Staunen zu versetzen. Der Saturn mit seinen Ringen und seinen vielen außergewöhnlichen Monden mag kein Mysterium mehr sein, doch es sind längst nicht alle Rätsel gelöst.